Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, bin wieder in Mahl unterwegs, wieder zu Hause gestartet, diesmal auf einer anderen Route Richtung Mahl-Mitte wieder. Da geht es wieder los, auch wieder von Komoot. Ich bin mal gespannt, ob die Tour diesmal besser wird, aber ich denke schon, habe mir die Tour vorher auf der Karte angeschaut. Ja, allzu viel Zeit, wenn man so will, habe ich heute nicht, weil soll ja heute der große Regen kommen. Von daher habe ich mir nur eine kurze Tour rausgesucht, dass ich in der Mittagszeit zu Hause bin. Ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Ja, so langsam wird städtisches Gebiet verlassen. Aber es ist recht windig heute. Deswegen bin ich auch ein bisschen am Japsen. Aber ist ganz gut, dass windig ist. Dann kann ich gleich mal testen, wie gut das Rode Mikrofon mit Wind klarkommt. Ja, die Tour heute ist auch wieder ein kleiner Test. Und zwar habe ich mir jetzt das Rode Wireless Go noch dazu geholt. Allerdings fehlt noch die Halterung, die ist noch irgendwo unterwegs, weil die kommt, glaube ich, direkt aus China. Deswegen muss ich im Moment so ein bisschen improvisieren. Immer mal wieder das, also zum Vloggen, immer mal wieder das Mikrofon anstecken und für eine 360-Grad-Aufnahme muss es dann wieder ab, weil es sonst im Bild zu sehen ist. Ja, wie gesagt, total windig heute. Aber es ist ja eh nur eine kurze Tour. Pfingstmontag. Nachdem ich das ganze Pfingstwochenende irgendwie drin war, musste ich dann heute raus. Eigentlich hatte ich vor zu wandern, weil wenn es regnet, ist es mir beim Wandern relativ egal. Aber jetzt war es doch so schön, habe ich gedacht, ich setze mich aufs Rad. Ja, geplant ist heute eigentlich nur, wie gesagt, eine kleine Tour zum Dorf Westerholt. Ist recht schön da, wollte ich mir mal angucken. Ja, und was ich eigentlich heute testen wollte, ist ganz einfach, ob es möglich ist, eine ganze Tour mit der Insta360 zu filmen. Also wie die sich quasi als Vlogging-Kamera nutzt, eignet. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, ich hatte ja zuletzt das Problem, dass die Videos total matschig waren und Bildstörungen hatten. Ich denke mal, das habe ich jetzt behoben. Ich habe da voll nicht an die Framing-Raten gedacht. Das hat da das ganze Projekt jeweils voll durcheinander gehauen. Aber das sollte jetzt eigentlich
besser sein. Jetzt geht es erstmal ein kleines Stückchen durch Herten. Gerade ging es durch den Park, aber da war so voll, da konnte ich nicht filmen. Na, schauen wir mal weiter. Ja, durch Herten sind wir gleich durch. Oder sind wir schon durch. Jetzt geht es weiter Richtung Westerholt. Noch 2 Kilometer oder so. So, wieder raus aus Herten. Wieder in Grün. Aber sind nur noch knapp 12 Kilometer. Dann ist die Runde rum. Ja, tatsächlich ziehen jetzt auch die ersten Wolken auf. Ja, und der Wind legt auch noch mal einen Zacken zu. Aber ordentlich. Ja, so langsam werden die Wolken immer mehr und größer. Es ist erst 10.19 Uhr. Wetterbericht sagt eigentlich 13 Uhr geht's los. Naja, aber ich habe es auch nur noch 8 Kilometer. Also sollte das kein Problem sein. Ja, ich bin hier gerade auch auf so einer ehemaligen Zechenbahntrasse bei uns in Mahl unterwegs. Also schon fast wieder zu Hause. Ja, war ja gar nicht so viel zu sehen heute.
aber war ja auch mehr nur ein Testvideo für mich. Ich denke mal, ich werde trotzdem schneiden und reinsetzen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dass ihr mich begleitet habt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.